Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu Part 2 von Hatsune Miku Project Diver F. Heute mit Ashes to Ashes, ebenfalls von Kaito, mit einem Beat per Minute von 130. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal nach meinem bekannten System vor. Habe jetzt auch gar nicht abgewartet, bis ich die Folge hochgeladen habe und bis jetzt in Kommentare kam. Nein, das ist immer noch derselbe Tag der Aufnahme. Los geht's. Ist auch schon customized? Jawohl. Gib ihm. Das ist übrigens mein absolutes Lieblingslied. Was macht denn das? Das ist Megane. Das Lied heißt Megane. Ha, so viel weiß ich. Das Megane Glas. Also Brille auf Dings heißt. Und er hat ein Monokel. Ich habe einfach dieses Monokel gesehen und dachte mir, ja, der braucht ein Monokel. Mal sehen, dieses Lied habe ich mir eigentlich vorgenommen, auf perfekt hinzubekommen. Vielleicht bekomme ich das ja jetzt hin. Ihr seht schon, da das Lied einen höheren Beat per Minute hat, kommen die Noten natürlich auch schneller rein. Aber trotzdem hat man immer noch genug Zeit, um sich vorzubereiten. Hier ist euch natürlich auch wieder erlaubt, eure Übersetzung in die Kommentare zu schreiben, denn die wüsste ich echt gern. Ich hasse die Langtonen, da verkacke ich so oft. Fuck yeah! mir geht gerade die Pumpe. Alter, finde, ich hab's auf perfekt. Alter. You earned the title my first perfect. Ja, man darf nämlich keine, man muss cool oder good bekommen als Wertung für die Tontreffung. Tontreffer, denn sonst, wenn du alles auf coole Gute hast und dann einen Safe-Knackpunkt hast, dann bekommst du das Achievement Almost Flawless und das ist echt traurig. Also würde ich sagen, machen wir doch mal direkt weiter mit der normalen Version. Vielleicht klappt das ja auch.
Natürlich, Alter. Einfach. Hey, ich gehe nicht auf BlackRock Shooter. Ich mag BlackRock Shooter nicht. Also ich finde das Lied toll, aber ich mag den Anime nicht. Und guck mal, MMO Game Anthem. Hieß das so? Irgendwie so. Okay, Freunde, Konzentration. Krass, einfach auf perfekt. Finde ich brutal. Dabei habe ich mir das die ganze Zeit vorgenommen. Schade eigentlich, dass es jetzt nicht geklappt hat, aber hey, ich hab's schon mal geschafft, darum ist es egal. Ich bin froh drauf. Auch wenn es auf einfach ist, ist es mir egal. Ich mag halt diese langen Töne nicht, weil ich bekomme sie schon richtig, aber dann zum Loslassen bekomme ich die dann meistens nie richtig. Ich muss mir von dem Lied unbedingt mal eine Übersetzung geben. Mich würde es echt mal interessieren. Ja, vielleicht kriegst du ja noch auf Excellent. Jupp. Ja, hätte ich die, was waren das, vielleicht 3, 4, 5 Töne nicht verkackt, dann hätte ich es auch auf Perfekt. Naja, ich sag mal so, könnte ich's. Ich müsste halt nur noch ein bisschen üben und darauf habe ich zurzeit, ehrlich gesagt, wenig Lust. Denn das ist ja ein Let's Play und kein Let's Üb, weil ich es dann perfekt kann. Ja, 6, 7 Töne habe ich leider nicht hinbekommen. Egal, wir haben es auf Excellent, das heißt neuer Rekord. Juhu, und generell neuer Rekord. Also gehen wir direkt auf Hard. Und ich habe Angst. Ich hoffe, übersteuere nicht. Klar, die Musik wird leiser, wenn ich rede, aber ich hoffe, ich übersteuere nicht.
Hui. Scheiße, den habe ich verkackt, weil ich nicht das Steuerkreuz getroffen habe. Krass. Dass ich einfach bisher jedes Ding geschafft habe, finde ich brutal. Ich dachte, hart wäre extrem schwer, aber... Oder gut, wir haben jetzt halt Glück mit den zwei Liedern, aber... Das glaube ich persönlich irgendwie ein bisschen weniger. Oder ich habe es halt einfach drauf. Dass meine Reflexe einfach, was das Spiel angeht, einfach besser geworden sind und so weiter. Krass. Das wäre jetzt ultra witzig, wenn ich jetzt auf extrem Standard schaffe. Mal sehen, ob es jemand verstanden hat, ansonsten erkläre ich das gleich. Wenn ich jetzt auf extrem perfekt schaffe, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. 27 mal Half Tides Module to Bird World Bubble to Bird World Bubble. Wind Up Key. Okay. Aber gab schöne 9100 Diver Points. Yay. Geil. Hier, guck mal, ein Glück, dass ich nicht on hard auf extrem schwer war. Jetzt kann ich mir die ganzen Punkte gönnen. Na dann mal auf, Ashes to Ashes. North Extreme, Cold Mirror. Ach, guck, da haben wir das Bild zu Acute. Oder Acute, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich nenne es immer Acute. Erkennt man natürlich auch schön perfekt die Kostüme. Und bei dem Lied erklärt sich das von selbst, welches Kostüm man anziehen muss, ganz ehrlich. Ich sollte die Klappe halten, denn das Lied wird leise gemacht. Vielleicht schalte ich das sogar aus, dass die Musik leise gemacht wird. Heilige Mutter Gottes. Hilfe. Bitte helf mir, Technical Zone. Sonst verkacke ich das noch. Und das kann ich nicht verantworten lassen. Und da haben wir es verkackt. Okay, gut. Probieren wir es nochmal? Ich würde sagen, ja. Einmal probieren wir es noch, ansonsten beende ich hier den Part. Mm-hmm.
Okay, gut, ich lass das. Naja, okay, gut, ich lass das mal. Gut, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Black Rock Shooter. Ah ja, warum ich Flussquelle wenigstens auf Standard gespielt hätten, weil hätten wir Perfekt, Excellent, Great und Standard. Und das sind... Gut, das sind die einzigen mit Dropout oder du bist total schlecht, du Noob. Die Sachen, die es halt gibt. Das fände ich halt sehr witzig. Naja, also hey, hätte ich witzig gefunden. Aber krass, perfekt. Ich glaube, ich würde es nicht mal schaffen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Hatsune Miku Project Ever F mit Black Rock.